Petram, den ihr gleich kennenlernen würdet, in seiner witzigen, spritzigen Art, Dinge nahe zu bringen, erzählt uns etwas zu der Frage, wo bleibt die Wertschätzung? Petram, ich freue mich auf deinen Vortrag. Ich finde den Raum total schön, allein von den Farben, diese Kombination mit den Lichtern, auch dass wir halt keine Säulen haben, die uns den Weg sperren. Ich hoffe, dass es auch in Ordnung ist, wenn ich heute die 15 Minuten mit euch rede. Ich bin etwas ausländischer, etwas kleiner, etwas dicker manchmal, manchmal nicht, es hängt immer so von der Zeit ab. Ich habe eine Geschichte, das gehört mir nicht selber, sondern eine Klientin ist zu mir gekommen mit Tränen in den Augen. Man hat mir erzählt, dass sie morgens aufsteht, sehr motiviert, losgeht zur Arbeit und auch Ideen hat, was sie jetzt Neues machen will. Sie will einfach die Firma immer nach vorne bringen. Das ist ein Familienbetrieb und das ist auch verständlich, dass sie dann einfach gerne das alles Herzblut, was sie hat und Verantwortungsgefühl, was sie hat, da reinbringt. Sie kommt da rein, setzt sich an dem Arbeitsplatz und beobachtet die Kollegen, die sind aber nicht so frisch und motiviert wie sie. Das stört sie nicht, sie ist immer noch so voll motiviert und hat bestimmte Ideen, wie man das alles verbessern kann. Das wird alles günstiger, es wird alles schöner. Geht damit zum Chef und er fragt, ist es wirklich nötig? Es ist ein Gefühl, als würde der Himmel bewölkt. Als wäre ihre Existenz gar nicht notwendig. Warum macht sie überhaupt sich diese Mühe? Warum versucht sie alles da reinzubringen, wenn ihre Existenz gar nicht berechtigt ist? Ihre Ideen komplett ignoriert werden. Es kommt aber noch schlimmer. Sie geht zu ihrem Arbeitsplatz und denkt sich, am besten innerlich kündigen, einfach nur die Arbeit machen und dann wieder nach Hause gehen. Jetzt kommt der Chef rein und sagt, wisst ihr was? Der andere Kollege hat eine ganz geile Idee gehabt und das haben wir umgesetzt. Das kostet mehrere tausend Euro mehr. Die andere Kollegin hat überhaupt keine Ahnung von dem Thema und das wird einfach mehr Arbeit machen, weil sie die Listen auffüllen müssen und all die ganzen Geschichten. Die Frage ist, wo bleibt die Wertschätzung? Und kann man nicht mit mehr Wertschätzung besser führen? Das ist aber nicht nur in der Firma so, es ist in Beziehungen genauso. Und das funktioniert in beiden Richtungen. Ich habe eine Freundin, die ist 29 Jahre alt. Sieht hübsch aus, sexy. Sie bekommt ganz viel Lob und Anerkennung. Du siehst total hübsch aus, du tanzt so schön und sexy und so weiter. Aber das geht an ihr so vorbei. Es ist so, als würde durch die Finger durchfließen, weil sie heiraten will. Das interessiert sie gar nicht, was da jetzt ankommt. Das sind beide Geschichten, damit man da ein bisschen einstimmt, warum überhaupt Wertschätzung wichtig ist. Könnt ihr damit übereinstimmen, dass es wichtig ist? Okay. Dann können wir vielleicht zusammen einige Übungen machen. Und zwar deswegen, weil Galileo schreibt, man kann jemanden oder Menschen nichts lehren, sondern man kann denen einfach nur unterstützen, damit sie die Sachen in sich selber entdecken. Okay. Versuchen wir einfach, die Augen zu schließen. Genau. Und denkt an jemanden, den ihr sehr wertschätzt, wo ihr denkt, der hat die Wertschätzung verdient. Fühlt dieses Gefühl nach und füllt euch selber mit diesem Gefühl auf. Müsst ihr komplett aufgefüllt sein mit diesem Gefühl der Wertschätzung. Dehnt das noch ein bisschen aus, sodass die Nachbarn das auch abbekommen. Und dehnt das noch ein bisschen mehr aus, sodass der gesamte Raum voller Wertschätzung ist. Die Kameraleute möchten auch ein bisschen was abhaben. Okay, ihr könnt die Augen aufmachen. Wie hat sich das angefühlt? Muss man das aussprechen? Das kann man fühlen. Das kann jeder Mensch fühlen. Das kann innerhalb von einer Minute fühlen. Es gibt aber Lösungsansätze, die aber eher zu einem Problem werden. Was versucht man zum Beispiel? Viele versuchen, Lügen über sich selber zu erzählen. Dafür möchte ich, dass ihr euch zu zweit immer zusammentut
deswegen auch am besten zusammensitzen oder sowas. Versuch mal irgendwie die beiden, genau, die am Rande und dann so. Es ist besser, auch wenn ihr euch nicht kennt, dann ist das die Wirkung noch größer. So. Hat jeder so ein bisschen Partner? Genau. Okay. Entscheidet, wer ist A, wer ist B. Genau. So. Perfekt. Also ihr nehmt eine Sache, was ihr tut oder seid, übertreibt das, sodass es daraus eine Lüge wird, oder ihr dreht das komplett um. Das heißt, wenn ihr irgendwas macht, was ihr nicht so toll findet, dann sagt ihr, ich mache da komplett was anderes. Okay? Und versucht einfach mit dem Gefühl so ein bisschen mehr Wertschätzung zu bekommen. Okay? A sagt zu B eine Lüge darüber, was er ist oder was er tut. Ein Satz. Okay, klappt das? Hat jeder einen Satz? Okay, ich weiß, es ist lustig. Jetzt wechseln, also B sagt zu A eine Lüge über das, was sie ist oder tut. Okay. Gut, ist jeder durch? Die Hand hoch, wer da schon das gemacht hat. Alles klar. So, bitte jetzt darauf achten. Hallo, hier vorne. Und zwar, wie war das Gefühl? Ist das so ähnlich wie dieses Wertschätzung, was ihr am Anfang produziert habt? Oder ist es ein bisschen anders? Es macht Spaß, weil man einfach da kreiert. Also eine Lüge ist Kreation auf niedrigstem Niveau, aber es ist Kreation. Man muss irgendwas Neues erschaffen, was vorher nicht gab. Aber wie ist das Gefühl? Hat man das Gefühl, dass man jetzt die Wertschätzung verdient hat? Oder fühlt man sich ein bisschen komisch, das wäre ja lächerlich oder sowas, was der andere erzählt. Es ist eher diese Situation, wo die Person irgendwas bastelt und die Wertschätzung an ihm vorbeigeht. Deswegen bleibt das nicht hängen. Okay? Das heißt, wir brauchen schon ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Probieren wir das aus. Jetzt versucht A, irgendwas zu erzählen, wo er denkt, ja, das bin ich und das tue ich, vielleicht nicht so toll, aber ich möchte ehrlich sein. Und B bedankt sich, dass die A, also Person A, ehrlich war. Okay, habt ihr alle? Wenn ihr es habt, die Hand hoch. Okay. Jetzt umdrehen. Richtig, B6A, perfekt. Okay, wer ist fertig? Habt ihr schon getauscht? Nee, dann schnell. Okay. Ich weiß, das erhöht manchmal die Verbindung und das Gefühl, mehr zu reden zu wollen. Okay. Kann ich euch stoppen? Und den Rest könnt ihr in der Pause machen. Okay. Ich danke euch erstmal für die Ehrlichkeit und auch, dass ihr mitgemacht habt, so schön. Wie ist das Gefühl jetzt? Hat man eher das Gefühl der Verbundenheit? Ist es ein angenehmeres Gefühl? Ist es ein bisschen mehr ruhiger, weniger nervös vielleicht? Aber trotzdem schön? Okay. Das heißt, halten wir einfach fest, wir können selber die Wertschätzung erzeugen. Und wir können das ausdehnen, sodass der ganze Raum voll wird. Es ist aber auch wichtig, dass wir ehrlich sind. Beim Empfang, genauso wie wenn wir auch Wertschätzung zeigen, ist natürlich wichtig, dass wir ehrlich sind. Es gibt noch einen Faktor, also es gibt zwei Faktoren. Der nächste Faktor ist Hilfe. Definition von Hilfe ist, jemanden zu unterstützen, damit er seine Ziele besser, schneller oder einfacher erreicht. Was heißt das? Wenn jemand zu mir kommt und ich habe eine Freundin, nur aus, weiß nicht, weil ich ihr helfen will oder was auch immer, und jemand zu mir sagt, nee, das ist eine schlechte Freundin für dich und versucht, diese Beziehung kaputt zu machen, dann hat er ja nicht meine Ziele unterstützt. Ich werde ihm nicht Wertschätzung zeigen. Ganz klar nicht. Wenn ich beim Schach ein Problem lösen will, will ich nicht, dass er mein Problem für mich löst. Ganz klar nicht. Mein Ziel ist zu spielen und nicht Probleme zu lösen. Und zu einem Spiel gehört immer ein Problem. Ich brauche eine Herausforderung, ich brauche ein Problem, sonst habe ich gar kein Spiel. Deswegen ist es halt wichtig, dass meine Probleme nicht gelöst werden, sondern meine Ziele unterstützt werden, bevor ich das Hilfe nenne und das auch wertschätzen kann. Okay?
Es gibt aber den letzten Faktor, den ich jetzt hier heute ansprechen will, und zwar, ihr seid ehrlich. Ihr unterstützt auch die Hilfe der Person, aber ihr bekommt trotzdem keine Wertschätzung. Was ist los? Ihr unterstützt einen Arschloch. Und es ist wichtig, nicht alle Leute sind Arschlöcher, man sollte sie aber erkennen. Man sollte sie im Voraus erkennen. Es gibt 24 Merkmale, wenn man die weiß, die müssen nicht alle haben. Also es gibt einige, die haben alle 24. Dann muss man schon aufpassen. Also das leuchtet dann schon, ne? Der ganze Raum brennt, wenn der ankommt. Aber je mehr die haben, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass man keine Wertschätzung nachher bekommt, da. Und dann kann man sich einfach entscheiden. Das heißt nicht, dass ich dieser Person jetzt nicht helfe. Aber trotzdem kann ich dann entscheiden, okay, ich helfe dieser Person, egal ob die Wertschätzung zeigt oder nicht, weil ich einfach selber ein Gefühl habe, weil ich das selber erzeugen kann, brauche ich ja nicht. Oder aber, ich helfe der Person, erwarte das nicht, oder ich helfe der Person gar nicht. Was haben wir alles zusammen? Wir können Wertschätzung selber erzeugen. Wir können ehrlicher sein, das würde ein bisschen unterstützen. Wenn wir die Ziele der Person unterstützen, ist das besser. Und dass wir halt diejenigen erkennen, die unsere Unterstützung einfach nicht verdient haben. Oder halt keine Wertschätzung geben werden. Es ist manchmal für mich so, dass das Leben sowas wie ein Tanz ist. Ein Spiel, wo wir eigentlich da sind, um Freude zu haben. Um uns gegenseitig zu unterstützen. Es ist immer egal, wer führt und wer folgt. Beim Tanzen haben beide Spaß. Der eine hat einfach mehr Verantwortung übernommen in diesem Moment. Das kann sich im nächsten Moment ändern. Und es ist meistens schöner, wenn dieser Austausch existiert. Wenn es nicht nur einseitig ist. Falls ihr diese Merkmale oder schon Methoden habt, diese Arschlöcher zu erkennen, freue ich mich. Falls ihr noch mehr Interesse darüber habt, es ist nicht jetzt die Zeit, dass ich die alle 24 erkläre. Ich kann euch aber dann halt die aufzählen oder aufschreiben oder ich kann euch schicken, falls ihr mich dann kontaktiert über die Seite oder halt hier in den Pausen. Weil ich denke, das ist sehr wichtig, wenn wir nicht nur ein erfolgreiches Leben haben wollen, sondern auch ein erfülltes Leben.